So, okay. Die Sachen, die wir vom Panico erhalten haben. Panico ist auch Stufe 4. Das ist okay. Kann man mal machen. So. Ausgezeichnet. Okay. Wiedersehen. So. Jetzt machen wir mal ein neues Lager. Beutezug ist abgeschlossen. Rede mit dem Kommandanten. Wo haben wir den denn hier auf der Map? Okay, quasi einfach nur geradeaus. Hi. Wie geht's denn dir, hä? Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Der Puke-Puke-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Puke Puke zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Wir werden das schaffen. Viel Glück und sei vorsichtig. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Hey, ja. Arschlecken, ich gehe hier unten ans Dingens. An die Questtafel. Denn da kann ich die Quest auch annehmen. So, Aufgaben. Abgeschlossen. Weißt du, die dumme Funz, die sagt mir was von wegen, ja, du musst ja nicht hier hochkommen, bla, und was dies? Jetzt muss ich trotzdem wieder da hocheiern, nur um mir da anzuhören, was die mir da zu sagen hat. Das kann ja wohl auch nie sein, oder? Also, mal ernsthaft. So, wo ist das verfressene Stück Scheiße? Da. Hey, Partner! In Ordnung, Partner. Es wird Zeit, dass wir auf Puke-Puke-Jagd gehen. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schlacke vom Sora mag daraus stammen. Okay. Jetzt mal ehrlich. Von welchem Monster könnte sie sonst stammen? Ich bin zwar keine Gelehrte, aber glühendes Lavagestein. Hallo? Ja gut. Das kann schon möglich sein. Ja, guck mal. Jetzt haben wir die Quest da. So, wo war der Puke Puke? Er war da oben. Das bedeutet, wir gehen direkt ins nördliche Lager. Und let's go. So, brechen wir direkt mal auf. Sagen wir ja. Zur Quest aufbrechen und ab dafür. Wir könnten eigentlich gleich mal gucken, ob wir nicht unsere Messer verbessern können. Weil eigentlich sollten wir so das ein oder andere dafür haben. So, schön lange Ladezeiten wieder gönnen. Ich glaube, ich sollte echt mal meine PS4 auf eine PS4 Pro upgraden. Das ist wieder so viel Geld. Er jage den Puke Puke. Joa. Kommt halt drauf an, wo der Puke Puke nochmal war, ne? Ich meine, er wäre hier oben gewesen. Deswegen
Gucken wir mal, dass wir... Ja, nee, scheiße. Gut, wir müssen ihn wohl so jagen. Und finden... Ja, Gott. Ein Nitropilz. Okay, jetzt gammeln wir hier durchs Wasser. Das ist auch nicht schlecht. Köderkäfer. Ich wollte gerade sagen, ich fände das großartig, wenn wir hier wieder irgendwie rauskommen würden. Das sind einfach nur so Bombenviecher. So, jetzt hier entlang laufen. Und am besten hier entlang. Dann sollten wir gleich zum Puke Puke kommen. Da ist er doch. Hi, Homo, Mr. Puke. Wie geht's Ihnen so? Ich hab gehört, Sie brauchen auch für Omme. Okay. Okay, das ist deine Chance. Beeil dich, bevor man dich wieder Ja, die Doppelklingen, die sind halt, glaube ich, auch... Holy smoke. Scheiße! Nein. Mist. Den müssen wir auf jeden Fall umnieten. Ich glaube, da oben war er. So. Den juckt das halt alles gar nicht, was wir veranstalten. Er denkt sich halt nur so, ja, YOLO, mach halt, was du willst, Digga. Du kannst mich mal. Oh, Diego ist vergiftet. Trink den Trank! Oh Gott. Nimm dann schnellstens ein Gegenmittel ein. Der Anjanat kommt wieder. Nee, der Anjanat verpisst sich, okay.
Nein! Wo kam der Anjanat jetzt auf einmal her? Holy fuck, Alter! Hier geht die Party richtig ab. Drei dicke Monster. Shit, Alter! Weg! Soll der Anjanat sich mit dem Großjagras begnügen? Wir folgen dem Puke Puke. Holy shit, Digga. Er will sich da wieder hochfressen, ne? Du brauchst Munition für die Schleuder. Siehst du irgendwo etwas Nützliches herumliegen? Oh, Kacke. Der ist halt echt übel. Wow. Irgendwo ist auf jeden Fall sein Schwanz schon weg. Komm noch runter, du blödes Vieh. Ach komm, willst du mich flachsen? So. Er will mich doch komplett verarschen, oder? So, immer schön auf den Kopf hauen. Macht das meistern Damage. So, wo fliegt der Drecksack hin? Bestimmt wieder an irgendeiner Stelle, um sich mega fett aufzuheilen. So. Auf jeden Fall.